Hallo meine eingeschworene Bastlergemeinde. Ich beginne das heutige Video mal mit einem Schwenk unter meinem Schreibtisch her, oder unter meiner Werkbank besser gesagt, um einfach mal zu gucken, was da drunter ist. Irgendwoher muss ich ja meine ganzen Ideen ziehen. Ich gucke mir das Zeug an, da fallen mir schon wieder tausend neue Sachen ein, die ich machen kann. Und jetzt zeige ich euch mal meinen neuesten Fund. Das ist ein geiles Teil, oder? Das ist eine Edelstahltastatur mit einem Trackball und zwei Buttons für den Trackball. Das ist eher so aus einem POS, das heißt POS, Point of Sale. So ein Verkaufsautomat, da kannst du ins Internet mitgehen, kannst du irgendwas raussuchen. Ist Spritzwasser geschützt und eine einfache, hochwertige Version von diesem Ding kostet ungefähr 200 Euro. Das sollte man auch investieren, damit das Ding ist regengeschützt und auch Vandalismus geschützt. Und das ist eigentlich ganz schön. Manchmal gehe ich einfach durch eBay durch, ich gucke mir eine Kategorie an, zum Beispiel irgendwie Handwerksinstrumente oder Elektroteile, irgendeine Kategorie. Und ich gucke mir einfach die ganze Kategorie durch, was in den nächsten 24 Stunden ausläuft. Und dann manchmal finde ich solche Sachen hier. Das hat jetzt sagenhafte 5 Euro gekostet, was ich für einen ganz guten Preis halte. Das soll angeblich nicht funktionieren, was mir aber egal ist. Ich brauche einfach nur Inspiration. Vielleicht repariere ich das. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, wie das funktioniert. Das ist eine ganz normale Tastatur. Hier haben wir so zwei PS2-Anschlüsse. Einmal für die Maus, oder besser gesagt den Trackball. Und einmal für die Tastatur. Schöne Buntkabel hier. Wir sehen, das ist so eine Art Sandwich hier. Das ist zusammengeschraubt. Hier ist so eine hintere Platte. Und diese vordere Platte kann in Gehäuse eingebaut werden. Das ist so eine Einbaueinheit. Ja, ich würde sagen, wir schrauben das mal hinten mal ab hier. Gucken wir, wie das da drin aussieht. So, jetzt haben wir die Schrauben gelöst. Besser gesagt, wir haben einen Teil der Stifte mit abgeschraubt, weil die Schrauben irgendwie fest sind. Das war auch verbaut, wie gesagt. Das ist ja nicht neu, das ist gebraucht. Ja, jetzt gucken wir auch mal hier in das Geschehen mal rein. Das sieht ja ganz schön aus. Hier ist so ein kleines Controllerboard, das einfach hier quer durch die Gegend fliegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, ich sehe hochwertige Taster. Schön, ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Das hier ist der Anschluss für die Tastatur, hier vorne. Der geht hier ran. Hier haben relativ viele Anschlüsse, sind aber nur ganz wenig belegt. Hier ist der Controller für das Keyboard. Hier sehen wir schon so eine Steckerleiste, oder zumindest können wir sie vermuten. Und wir sehen hier ganz viele Pins, die irgendwo hingehen. Oder es ist einfach ein Stecker, der nicht belegt ist, was ich nicht glaube. Ich denke, das wird sich da mit dem Keyboard verbinden. Und ja, so können wir erstmal nichts sehen. Hier ist auch so eine kleine Kunststoffscheibe drüber. Ich schraube das mal eben ab hier. So, ich habe jetzt mal die vier Muttern abgeschraubt. Und jetzt können wir diese Kunststoffplatte hier abnehmen. Und wir sehen, die Platine ist nochmal mit vier separaten Kunststoffmuttern gesichert. Also nicht irgendwie mit Splinten oder mit Distanzhaltern oder sonst irgendwas. Das ist also eine recht hochwertige Konstruktion. Ja, vier Muttern wieder ab. Und jetzt können wir mal hier so vorsichtig an dem Board ziehen und gucken, ob das schon abgeht. Ich denke mal, die müssen wir hier vorne ein bisschen fester ziehen, wegen dieser Steckverbindung. Ja, ging ja ganz gut. Ja, hier sehen wir auch schon diese große Steckverbindung, die ich meinte, die hier unten sich mit der Tastatureinheit verbindet. Seco-Tast. Secon AG Switzerland. Ich denke, da ist ein kleiner Mikrocontroller drauf. Wir könnten ja mal so frei sein und dann mal drunter gucken. Hier sehen wir auch schon das gute Stück in der Mitte. Ein Texas Instruments TMS 370C742 AFNT. Und das ist ein gesockelter Chip. Das ist selten, weil das ist relativ teuer. Du musst den Sockel anlöten, dann musst du den Chip da reinstecken und anstatt den Chip direkt darauf zu löten. Das wird sehr selten gemacht heutzutage. Wird alles direkt irgendwie drauf gebloppt, irgendwie ganz billig. Hier hinten haben wir noch ein HC573A. Ja, alles wie erwartet. Kleiner Tastaturcontroller. Ja, hier ist der Anschluss für PS2, von außen kommt. Wir sehen, da sind nur vier belegt von diesen vielen Kästchen. Und hier auf der Rückseite sind auch relativ viele belegt. Ah, habe ich noch gar nicht gesehen. Hier oben ist noch ein Connector. Ich dachte, der wäre gar nicht belegt. Aber hier oben ist so eine Steckerreihe.
wo er da oben auch reingeht. Ja, interessant, schön. Jetzt befinden wir uns hier drüben auf der Trackball-Seite und der hängt schon so ziemlich komisch da drin. Man hat auch von außen gesehen, sieht man das? Der hängt so ziemlich eierig da drin. Ich denke mal, das kriegen wir schöner hin. Gucken wir mal hier. Hier ist ein Stecker dran. Können wir den abziehen? Ja, ganz einfach. Zack, abgezogen. Hier ist der Controller mit einer komischen Schraube hier gehalten. Das scheint mir hier nicht so original zu sein. Also wie das sitzt hier und wackelt und so. Das ist eine sehr interessante Konstruktion. Auch mit so einem Klebeband hier. Kann ich das mal öffnen, bitte? Wenn ich eins hasse, ist das Klebeband, das alt geworden ist und ganz eklig und wo sich die Klebe löst und die jetzt an den Finger hängt. Unter der 82 erkennen wir vorne PIC. Das war einer, das ist ein PIC 16C. Hier oben sind Dip-Schalter. Sehr schön, wahrscheinlich können wir da aussuchen, was für eine Peripherie da angeschlossen wird an das Gerät. The Trackball Company. Das hört sich wichtig an. Na, hier sind die Maus-Buttons, die werden eigentlich, könnten sie gesteckt werden. Man kann sie aber auch anlöten. Das haben sie in diesem Fall gemacht und die gehen einfach hier rüber. Wir sehen auch schon, was sie hier gemacht haben mit den Tastern. Das sind ganz normale Edelstahl-Einbau-Klingeltaster. Und das Schöne an diesen Tastern ist, die kosten 15 Euro, so in der Richtung. Ja, und die waren jetzt für 5 Euro, waren jetzt zwei Stück dabei. Und selbst wenn der Rest alles Schrott ist, habe ich immer noch diese zwei Taster, die eigentlich nicht kaputt gehen sollten. Gucken wir uns hier dann mal das Trackball-Modul an. Das ist schon sehr, sehr komisch hier. Ich halte das mal hier ein bisschen im Abstand. Wackelt schon sehr komisch und man merkt auch von außen, man kann den da reindrücken. Das ist schon nicht so schön. Ich glaube, der muss irgendwie so sitzen. Und man kann das also reindrücken. Das ist alles nicht so schön. Können wir das da rausmachen? Ja, geht wahrhaftig ab. Ist auch irgendwie gar nicht geschraubt. Oh, jetzt verstehe ich. Der muss so da drin sitzen und dann hält der Rahmen den runter. Und da der Rahmen schon so schief saß, konnten wir natürlich hoch und runter bewegen. Aha. Mal zur Seite. Gucken wir uns hier dieses kleine Trackball-Modul an. Cool, das ist die dahinter, Haltermontierung. Wenn man es da rausnimmt, hat man eine Einbaumontage. Wir müssen das Modul jetzt angucken hier. Man sieht, wenn ich am Ball drehe, hier sind die Ausgänge. Wenn ich jetzt den Trackball drehe, können wir durch diese kleine Lupe gucken. Dann sehen wir so ein Zahnrad da drehen. Das ist ein Lamellenrad, würde ich sagen, das durch eine Lichtschranke geht und jedes Mal, wo wir den bewegt haben, ein Signal sendet. Aber ich glaube, davon überzeugen wir uns jetzt erstmal. Da gucken wir jetzt erstmal hier rein. Und das sind schöne, einfache, normale Kreuzschrauben. Ja, nachdem wir die Schrauben gelöst haben, sind relativ lang, sind aber nicht tief eingedreht. Die gehen nur durch das ganze Gehäuse und halten dann hier vorne in dem letzten Bereich. Ja, können wir mal hier aufmachen. Sieht mir aus wie so eine Art Dichtung. Ja, er muss sich ja irgendwie bewegen. Wird aber schön da drinnen gehalten. Hier auch alles gedichtet. Ja, das ist ja auch Spritzwasser geschützt. So wassergeschützt halt. IP irgendwas. Schöner Aufbau. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Mechanik an. Wenn ihr mal was richtig Hochwertiges sehen wollt, guckt euch das hier jetzt mal sehr genau an hier. Das sind diese kleinen Rolldinger, wo der Ball drin rollt. Wenn man das hier reinlegt, dann seht ihr, dass der Ball diese Dinger dreht. Und jetzt haltet euch fest hier. Ey, das muss richtig teuer gewesen sein, das Ding. Wenn ich die rausnehme, das sind winzig kleine Kugellager. Zwei Stück pro diesen Achsen. Das ist ganz schön aufwendig gemacht. Sehr schön. Wir sehen hier diese kleinen geschlitzten Dinger. Wenn die sich drehen, dann bewegen sich diese Schlitze. Und hier unten sitzt so eine kleine Lichtschranke drin, wo diese Schlitze sich durchdrehen. Und immer wenn sich so ein Schlitz weiter bewegt hat, dann kriege ich damit, dass sich der Mauszeiger ein bisschen bewegen soll. Oh, hier haben wir auch noch so ein schönes Kugellager. Oh, ist aber schön. Richtig schön hochwertig alles. Das mag ich. 5 Euro gut investiert in sehr schönes, hochwertiges Zeug. Das mag ich. Hier sehen wir unten. Ah, hier wieder. The Trackball Company. Ein kleiner Chip drauf, sonst nichts. Hier ein paar kleine SMD-Komponenten. Hier sind die zwei Lichtschranken. Ja,
nicht so viel drin, aber die Haupttechnik sitzt ja auch in diesem kleinen Controllerboard. Hier werden die Signale abgetastet, die werden dann hier übermittelt und hier werden sie umgesetzt in lesbares Signal. Und hier kommen noch die Signale vom Taster mit dazu. Relativ schöne, simple Konstruktion das Ganze. Ich habe jetzt mal hier die Kabel abgemacht und hier noch so vier Mütterchen gelöst. Hier sind die Taster, das sind schöne gebürstete Edelstahltaster. Wirklich schöne Geräte, zwei Stück. Den passenden Edelstahlmuttern, sehr toll. Hier habe ich vier Muttern ausgedreht und jetzt können wir diese Tastatureinheit, die hier, von dieser Platte abnehmen. Diese Platte sieht aus wie eine Einzel- oder Sonderanfertigung, die den Trackball hält und diese Tastatur. Und hier haben wir diesen Einbau für die Tastatur. Und das werden wir jetzt auch mal noch ein bisschen weiter auseinandernehmen und gucken mal, wie das da drin aussieht. Ich habe jetzt hier die ganzen Muttern gelöst. Und jetzt könnten wir eigentlich hier... Ja, funktioniert. Oh, da war noch eine Unterlegscheibe. Ja, hier ist diese Metallplatte. Schon ein bisschen angelaufen. Ja, hier ist die Tastaturmatrix. Hier ist noch eine Abdeckung drüber. Ja, können wir die abnehmen. Ja, klappt. Sehr schön. Durchsichtig. Damit das Metall da keinen Kurzschluss verursacht. Von der Rückseite. Bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt gucken, ob ihre Facebook-Nachrichten aufgepoppt sind. Ich glaube, ich lasse den drin. Oh, da ist er nochmal. Ja, sitzt gut fest zusammen. Jetzt können wir das hier mal abdrücken. Was haben wir hier? Lauter kleine... Hier sehen wir das Innere der Tastatur. Das sind lauter kleine Metallplättchen, die außen verbunden sind, und wenn ich sie in der Mitte runterdrücke, machen sie noch einen Kontakt. Also jede einzelne Taste hat einen so einen Drückerteil. Hier sehen wir die Stecker, die da drauf sind. Alle da. Diese Verdrahtung, hier könnte man, wenn man jetzt sich die Mühe machen wollte, könnte man jetzt rausfinden, welcher Draht wohin geht. Und dann könnte man selber eine Schaltung dafür entwickeln. Aber ich möchte ja irgendwie versuchen, das vielleicht mal irgendwann wieder ans Laufen zu kriegen, so wie es war. So, hier sehen wir jetzt die Tastatur an sich. Da sind mir auch schon die ersten Tasten rausgeflogen. Sehr schön gemacht. Das sind die Tasten, die da drin sind. Das sind Metallplättchen auf Metallplättchen. Perfekt geformt, um diese Metalldinger da hinten, die wir da im Hintergrund noch sehen, da unten, um die runterzudrücken. Sehr, sehr hochwertig. Sehr, sehr, sehr hochwertig. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich mag es, wenn ich mein weniges Geld sehr gut investiere. Ja. Ich will das lieber nicht hochheben, nachher fallen mir noch alle Tasten raus. Sehr ärgerlich. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann ich damit weiter experimentieren, weiter basteln. Also wenn ihr irgendwann mal ein Video von mir seht, wo ihr seht, dass ich so eine Tastatur verbaue, dann wisst ihr jetzt, wo sie herkommt, ne? Habe ich eigentlich die ganze Zeit mit meiner Rübe im Licht gestanden? Ja, wenn ja, dann habt ihr halt wenig Licht gehabt. Gut. Würde ich sagen, gehe ich nochmal ein letztes Mal aus dem Licht. Bis die Tage.